Hello, wir starten in ein neues Jahr des Nobelpreises. 1917, Henryk Pontoppidan hat für ein Werk, das fünf Erzählungen beinhaltet, einen halben Literaturnobelpreis bekommen. Naja, halb. Es gab halt tatsächlich bisher viermal die Situation, wir hatten das ja auch 1904 schon mal, dass zwei Leute den Preis bekommen, können sogar noch mehr bekommen, laut Satzung, aber hier haben eben sich zwei Leute das teilen müssen. Sveljerup, den wir vorher gelesen haben, und jetzt eben von Topidan. Henrik Däne, 1917 Nobelpreis für Literatur bekommen. Kurze Einleitung. Warum ich das Ganze hier nochmal mache, mache ich ja jedes Mal beim neuen Werk. Diesmal aber in einer Kurzform. Ich habe über 30 ungelesene Bücher. Buch. In so einem Buch sind mehrere Werke. Haben wir uns mal, ich und meine Ex-Verlobte, angeschafft. Weil wir glaubten, das wäre eine Kapitalanlage. Jetzt durch den Wert nutzen. Noch nie angefasst, die Dinger. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe ich angefangen, die zu lesen. Und da das für mich eine Qual ist, habe ich gedacht, ich quäle mich nicht allein, ich quäle euch mit. Also lese ich den Mist vor. Corona ist mittlerweile durch. Ich nicht. Also, Henrik von Topidan. Fünf Erzählungen. Wir beginnen mit der ersten. Der Teufel am Herd. Der königliche Gast. Wenn Leute, die einem lauten Treiben einer Großstadt herumgewirbelt werden, hin und wieder einmal, vielleicht mit einem kleinen Sehnsuchtsseufzer an das Leben draußen auf dem Lande denken, schwebt ihnen in der Regel ein Dasein mit einem Gottessegen an Zeit vor. Sie stellen sich eine unendliche Reihe von ruhig dahinfließenden Tagen vor, wo jede Minute mit einer feierlichen Umständlichkeit verrinnt, ähnlich der, mit der eine Bornholmer Uhr in der Stube einer alten Bauersfrau die Ewigkeit abmisst. Und doch ist ja in Wirklichkeit die Zeit nirgends flüchtiger, erscheint einem das Leben nirgends kürzer als gerade auf dem Lande. Wenn auch die einzelnen Tage träg genug sein können in ihrer Einförmigkeit, schon die Wochen sind geschäftig, die Jahre fliegen. Und eines schönen Tages ist das Leben dahingefahren und das Ganze ist vorbei wie ein Bruchstück eines Sommer- oder Winternachtstraumes. Wenn der junge Arzt Arnold Höher in seine kleine hübsche Frau daran dachten und seine kleine hübsche Frau daran dachten, dass sie schon volle 6 Jahre in Sonderbühl gewohnt und genau ebenso lange verheiratet waren, mussten sie vor Erstaunen lachen. 6 Jahre. Es war ihnen, als könnten unmöglich mehr als einige Monate vergangen sein, seit jener unvergesslichen Sternennacht, als sie mit der Postkutsche hierher gekommen waren. Und sie hatten doch in der dazwischenliegenden Zeit 3 Kinder in die Welt gesetzt, und ihr Heim, das damals ein gleichgültiges Stück Handwerksarbeit war noch nach der Kalkgrube, was noch nach der Kalkgrube roch, war der Mittelpunkt der ganzen Welt und die Schwelle zum Himmelreich geworden. Sie stammten beide aus der Hauptstadt und mitten in ihrem großen Liebesglück waren sie zu Anfang still verzweifelt gewesen. Die vielen neuen Verhältnisse und fremdartigen Gebräuche, die baumlose jütische Landschaft selbst mit der Unmenge von Himmel machten sie beklommen wie ein paar verirrte Küchlein. Frau Emmys Augen hatten sich mit Tränen füllen können, wenn sie an alles das dachte, was sie verlassen hatte und dass vielleicht schon jetzt niemand mehr sie vermisste. Wenn Arnold auf Krankenbesuche gegangen war, setzte sie sich in sein Zimmer mit einem bedrückenden Gefühl von Verlassenheit und tat nichts weiter, als darauf zu warten, dass er zurückkehren würde. Wie sonderbar kam ihr das jetzt vor, wenn sie daran zurückdachte, dass sie wirklich so kindisch gewesen war. Da hatte sie am Fenster gesessen,
die Hand feierlich unter der Wange und auf dem dunklen Heidehügel hinausgestarrt, mit einem schwindelnden Gefühl, als sei sie allein auf einem fremden Erdball zurückgelassen, weit draußen in dem unendlichen Weltenraum. Weniger konnte es nicht tun. Nach einem einsameren Ort als Sonderböhl hatte man aber auch lange suchen können. Es waren 3 Meilen bis zur nächsten Station. Eine Postkutsche besorgte die Verbindung mit der Außenwelt, aber selbst von der sahen sie nichts. Die große gelbe Kutsche mit dem scharlachroten Kutscher, die sonst ja die düstere Landschaft ein wenig hätte beleben können, kam bei der Aus- wie bei der Rückfahrt zur nächtlicher Stunde durch das Dorf. Sie illuminierte jetzt nur ihre Träume, wenn sie in dunklen Nächten auf der Landstraße vorüberrumpelte und den Schein ihrer Laterne über das Rollo des Schlafzimmers hinschleppte. Das Dorf selbst bestand nur aus 7, 8 mageren Bauernhöfen und der doppelten Anzahl Arme-Leute-Hütten. Nicht einmal eine Pfarrersfamilie behauste es, sondern nur ein Schullehrer, der sich obendrein als arger Krakehler entpuppte. Dass sie sich hier niedergelassen hatte, hatte denn auch keineswegs seinen Grund in irgendwelcher Vorliebe für diese Gegend. Aber die Bewohner hatten einen Arzt dorthin gewünscht, und Arnold, der bereits im 3. Jahr verlobt war, hatte sich fieberhaft nach einem selbstständigen Wirkungskreis gesehnt, um heiraten zu können. Während des 1. Jahres hatten sie zuweilen Besuch von Verwandten und Freunden gehabt, die neugierig waren zu sehen, wie sie sich da draußen in ihrem Mesopotamien eingerichtet hatten. Aber schon im 2. Jahr wurden die Besuche seltener und da entbehrten sie sie auch nicht mehr. Weit schneller, als sie es hatten erwarten können, waren sie mit ihren neuen Lebensverhältnissen vertraut geworden und hatten sich Freunde unter der Bevölkerung angeschafft. Jetzt, nach Verlauf von 6 Jahren, empfanden sie ihre Einsamkeit gar nicht mehr. Sie hatten ganz einfach keine Zeit mehr dazu. Emmy ging völlig in ihrem Haushalt mit ihren Kindern auf, und wenn Arnold nicht auf Krankenbesuch war, hatte er genug im Garten zu tun. Oder er stand drüben im Holzschuppen und schwitzte. Sintemal er um der lieben Gesundheit willen selbst sägte und spaltete, was sie an Brennholz beschaffen konnten. Außerdem bekamen sie täglich ein paar Zeitungen zur Unterhaltung, und im Winter waren sie auf eine Lesemappe abonniert, die ihnen alle 14 Tage ein Listpfund von der hervorragenden Literatur der Jahreszeit ins Haus brachte. Und eine kleine Illustration des Dörfchens. Es stand auch in den Gesichtern geschrieben, und zwar mit Linien und mit Farben, dass sie gediehen und zufrieden waren. Hinter dem Bretterzaun, der ihr Haus und ihren Garten umgab und Schutz gegen den Weststurm gewährte, schufen sie sich ein kleines irdisches Eden, wo ein kleiner Kain und ein kleiner Abel von der Sonne und dem Wind gebräunt wurden, während eine einjährige kleine Evastochter mit blonden Locken, Huckepack auf ihrer Mutterrücken, Ritten und allerlei nützliche und fruchtbare Tiere draußen auf dem Hofplatz in den Wirtschaftsgebäuden herumschnatterten, glucksten und grunzten. Wären nicht ihr Nachbar, Schullehrer Sörensen, und eine glasäugige Madame gewesen, so würden sie sich vollkommen glücklich gefühlt haben. Eines Tages im Februar, nachdem sie seit längerer Zeit nichts von ihren Kopenhagener Angehörigen gehört hatten, kam ein Brief von Emmys beiden Cousinen und einem Vetter, die ihren Besuch auf Fastnacht anmeldeten. Es war dies gerade nicht die beste Jahreszeit, um ihre Herrlichkeit zu zeigen. Im Garten lag Schnee und der Platz innerhalb der 4 Wände war allmählich ziemlich beschränkt geworden, so dass es schwer hielt, genügend Schlafstätten zu beschaffen. Aber Emmy wusste immer Rat. Wie ein wahrer Tausendkünstler tummelte sie mit Sofas und Betten herum und machte auch in der Küche größere Anstalten. Die Fremden sollten keinen anderen Eindruck haben, als dass sie willkommen seien, sagte sie, und außerdem fasste sie es als eine Art Mission auf, den Kopenhagenern zu zeigen, welch ein tüchtiger, gesunder Mensch man hier draußen auf der jütischen Heide werden konnte. Aber der Teufel hatte an dem Tage, als die Gäste erwartet wurden, seine Hand mit im Spiel. Das Haus stand festlich bereit zum Empfang und die Betttücher waren schon auf Stühlen und die Öfen herum aufgehängt, um abzudampfen.
als ein Telegramm mit einer Absage kam. Es waren im letzten Augenblick Hindernisse eingetreten. Der Besuch musste auf ein andermal verschoben werden.